Wir waren ja die letzte Woche in Slowenien, auf den Winter Days of Metal. Und in dem Land gibt es eine ganze Menge zu sehen, ist sehr hübsch da. Und da dachten wir uns tagsüber, da fahren wir ein bisschen rum, schauen uns das an. Und das sollte nicht die allerbeste Idee gewesen sein, so viel kann ich schon mal verraten. Der Tag fing ganz harmlos an mit der Feststellung, dass wir möglicherweise ein ganz kleines bisschen Eis kratzen müssten. Guten Morgen. Liebe Sorgen, wir sind auf dem Weg nach Italien, aber vorher müssen wir uns unseren Weg frei graben. Das könnte vielleicht eine Minute dauern. Vor allem mit einem Besen. Wir haben einen Besen. Wir haben zwei Besen. Ja, es dauerte dann auch nur eine, ich sag mal, halbe Stunde, weil wir nämlich den ganzen Hof schieben mussten, weil Felix' Auto derartig tiefer gelegt ist, dass er sich sonst die ganze Frontschürze abgerissen hätte, wenn er zurückgesetzt wäre. Wer cool sein will, muss schieben. Und behaltet euch das mit dem tiefer gelegt nochmal im Hinterkopf für später. Dann ging es weiter, wir wollten zuerst in die Höhlenburg Predjama fahren, bevor wir nach Triest kommen sollten, lag auf dem Weg. Wir waren dann tatsächlich die Ersten, die sich an dem Tag hingetraut haben, weil es nämlich tatsächlich ungünstigerweise mitten in der Wildnis liegt und doch ganz schön abseits von befahrbaren Straßen an diesem Tag. Das haben wir möglicherweise ein bisschen unterschätzt. Da ist unser Ziel. So. Ja. Gib Gummi! Und jetzt links. Links? Links. Das ist interessant, dass man hier aus dem Nichts wieder in irgendeine Ortschaft kommt. Nach 7 Kilometer lang Schnee treiben. Ja, die bleiben halt doch zu Hause, ja? Ist dir nicht so wichtig, so die Welt um sie herum. Ja, im Winter hält das Leben still. Ja. Ich glaube, das war ein wenig viel, Felix. Nee, ich hab vergessen zu kuppeln beim Bremsen. Und da die Räder ja sofort stehen, weil es ja schneit, ist der Motor halt auch direkt ausgegangen. Oh. Ja, es war einfach ein klassischer Fahrfehler. Ja, Dummheit. Ein Glück, dass wir das alles aber auf Kamera haben. Gut, jetzt geht's ABS wieder. Na? Da soll man die Vorteile sehen. Ja, das war dann nicht ganz so einfach mit dem ganzen Schnee. Ja. Ich mag auch diesen ganzen Kack nicht. Also egal wie gefährlich das jetzt war, den Berg da runter zu fahren und egal wie schlimm das jetzt wird, den Berg wieder hochzukommen, so wie wir es denn jemals schaffen, es hat sich wirklich gelohnt hier, ja, den Absteiger zu machen. Also es war einer der schönsten Burgen, die ich je besucht habe. Ja, also vor allem auch riesengroß und es schneit so traumhaft. Ist das nicht romantisch heute? Ja, jetzt fahren wir nach Triest. Ja, Italien, Bella Italia, da können wir uns dann an den Strand legen, weil in Italien ist es ja immer warm. Ja, ist total super. Hat Spaß. Es ist warm. Ich liebe ja dieses wunderschöne, warme Wetter in Italien, ja, und dieses angenehme Strandfeeling. Ja, ich möchte mal die Sonne. Na, das wissen wir ja. Na dann, Felix, viel Glück. Wenn ich in dem Moment schon geahnt hätte, was da auf uns zukommt. Go, Trabi, go! Naja, wenn sie es in einem Trabi nach Italien geschafft haben, dann werden wir es in einem Porsche auch schaffen. Da hast du wohl was mitgenommen. Ja, da lag ein Klotz. Nein, Felix, nein, Felix, nein, ja, Felix, nein! Doch! Es muss halt. Das ist ein Abgrund. Ach ja. Ich hasse dich. Ups. Ja, Felix, oder? Erzähl doch mal. Ich bin nicht schuld. Eis, da?
Eis? Platt. Kaputt. Also. Na, wir müssen jetzt mal gucken, wie man das hier wieder rauskriegt. Ja, zwei Stunden später. Man kann ja wirklich sagen, was man will. Ne? Die Slowenen sind wahnsinnig hilfsbereit. Wir sind jetzt vom örtlichen Polizeibeamten am Wochenende quasi außer Dienst nach unten gefahren worden. Zu jemandem, der einen Traktor besitzt. Der hat uns jetzt rausgezogen. Und jetzt sind wir wieder auf dem Weg Richtung Triest. Und Felix wird jetzt ganz vorsichtig fahren. Hinter uns ist übrigens der besagte Polizeibeamte. Der polizeibesagte Amte ist was? Oh, hinter uns. Ich bin noch ganz fertig. Ja, genau. Wir versuchen jetzt vorsichtig zu fahren. Und er hat es scheinbar nicht geschafft. Er hat es scheinbar nicht geschafft. Ja, die haben auch gesagt, der Schnee, der hier gerade liegt, das ist schwierig. Das Schlimmste, also der meiste Schnee in 5 Jahren. Sag mal, ne? Also wir hatten Glück mit allem. Naja. Was man jetzt an dieser Stelle nicht gesehen hat, wir saßen da 2 Stunden fest ungefähr und in der Zeit kamen 5, 6 Leute vorbei, die alle, also wirklich ohne Ausnahme, versucht haben zu helfen, die angehalten haben, ausgestiegen sind, geschoben haben, gezogen haben, egal was war, ob sie nun 4-Rad-Antrieb hatten oder nicht, da hat sich nichts bewegt und das habe ich natürlich nicht gefilmt, weil man ja versucht hat, das Auto rauszukriegen und tatsächlich saß das Auto richtig fest auf so einem Eisschild. Und die linke Seite hing in Tiefschnee, in dem Graben war quasi 1,5 Meter nichts außer Schnee. Ne? Und die Räder haben sich durchgedreht an der Stelle, also Vorderrad links hat sich durchgedreht, deswegen gab es keine Traktion. Und ansonsten hat sich dann eben auch kein anderes Rad mehr bewegt. Ne? Und da war kein Grip reinzubringen und deswegen hat es dann tatsächlich nur dieser Traktor machen können. Also wir hätten gar keine andere Möglichkeit gehabt, da rauszukommen. Und ADAC wollte uns natürlich nicht helfen, weil da ist man natürlich nicht versichert, wenn das Auto noch fahrbereit ist, egal was man für ein krasses Plus-Mitglied ist. Es ist jetzt das zweite Mal innerhalb des halben Jahres, dass mir der ADAC die Hilfe verweigert, aus irgendwelchen fadenscheinigen Gründen. Also langsam, ja, also viel Vertrauen ist da in diese Brüder nicht. Gut, auf jeden Fall, es hat ja am Ende funktioniert und es ist im Endeffekt auch glimpflich ausgegangen. Wer weiß, was gewesen wäre, wenn an der Stelle jetzt nur gerade irgendwie eine Markierung gewesen wäre, ein Pfosten. Naja, nur witzig, dass man es halt auch ausgerechnet auf Kamera hat. Ja, das lässt tief blicken. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und ich glaube, es wird ein bisschen was zum Bildungssystem. Oder das haue ich auf meinen Hauptchannel. Auf meinem Hauptchannel findet ihr dann auch meine ganze Reportage zu dieser Zeit in Slowenien. Kommt dann noch. Wir sehen uns. Bis dann.